Herzlich willkommen, hier ist dieser Paul mit dem Thema Raspberry Pi, eine LED ein- und ausschalten, Teil 2. Der Aufbau ist genau der gleiche wie in Teil 1. Ein Link zu dem ersten Video findet ihr im Infobereich. Die Webcam ist auch wieder in Betrieb, so könnt ihr die LED im Auge behalten. Und nochmal zur Erinnerung, das rote Kabel ist Pin 6 Masse und das weiße Kabel ist Pin 10 GPIO 15. Ganz zum Anfang vernetze ich PC und Raspberry Pi per Kommando SSH Pi add und die IP vom Raspberry Pi 192.168.0.109 in der Kommandozeile. Username ist Pi und Passwort ist Raspberry bei dem Betriebssystem Raspbian. Schnell noch als Ergänzung zu Teil 1, die Option -G bei dem Tool GPIO bedeutet, die GPIO-Nummern werden herangezogen. Ansonsten werden die Wiring-Pi-Nummern genutzt. Mittels Read wird der Status eines Pins angezeigt, so zum Beispiel GPIO-G Read und jetzt GPIO 15. Das ist hier Status 0. Die LED ist aus. Es sind 0 Volt bei dem Pin 10 und GPIO 15. Wie kann man eine LED unter Zuhilfenahme von C bzw. C++ ein- und ausschalten? Zum Einsatz kommt wieder das Open Source Projekt Wiring Pi. Die Installationsschritte bin ich im ersten Video schon durchgegangen. Eine Anleitung findet man ebenso auf der Homepage wiringpi.com unter Download and Install. Und so sieht das Skript dann aus mit den Kommandos. Und zwar gleich mal anzeigen mit cat und bled.cpp. Eigentlich ziemlich selbsterklärend. Zuerst werden die Bibliotheken eingebunden, die Wiring Pi Bibliothek hier und dann die Standard Input Output Bibliothek mit Include. Und dann wird Wiring Pi mit den GPIO Nummern initialisiert gestartet. Mit Wiring Pi Setup, also ohne GPIO, werden dann die Wiring Pi Nummern genutzt. Dann als nächstes mit Pin Mode 15 Output wird der Pin 10 GPIO 15 in den Modus Ausgang versetzt. Und dann kommt es schon zu den entscheidenden Anweisungen. Einmal Digital Write 15.1. So bringt man die LED zum Leuchten. Und zwar bekommt dann GPIO 15, Pin 10, 3,3 Volt. Dann gibt es eine kurze Pause für eine Sekunde und dann wird die LED wieder ausgeschaltet und zwar mit Digital White 15.0. GPIO 15 hat dann 0 Volt. Per G++ bled.cpp minus O B L E D und minus L Wiring Pi, hier auf Groß- und Kleinschreibung achten, wird dann die Datei in die Maschinensprache übersetzt und Enter und dann kann man das Programm starten und zwar mittels sudo Punkt Schrägstrich B L ED und dann geht die LED an. Für eine Sekunde wird Pause gemacht und dann geht die LED wieder aus. Und ganz zum Schluss auch noch mit Ruby. Und zwar bei Ruby wird zuerst das Paket ruby-dev installiert. Danach erfolgt die Bekanntmachung zwischen Ruby und Wiring Pi
Und zwar mittels Befehl sudo gem install und wiring py. Das Skript sieht dann so aus: cat bled.rb. Und vom Prinzip her ist das genau das gleiche. Also nicht wundern, die 16, das ist hier die Wiring-Pi-Nummer. Wiring-Pi-Nummer 16 für GPIO 15 und PIN 10. Und die Nummern kriegt man auch mit GPIO Read All. Und nun noch das Skript ausführen mittels sudo, dann Ruby und die Datei bled.rb. Das war Userpower von OpenScreencast. Ciao und viel Glück.